Was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video. Und zwar werde ich heute einen kleinen Jungen, also Anton, einfach mal zu Hause besuchen. Er hat noch keine Ahnung, dass ich ihn heute besuchen kommen werde. Ihr seht es hier, ich bin tatsächlich auch gerade schon mal bei einem sehr interessanten Spot. Und zwar einfach mal bei einem richtig krassen Süßigkeitenladen. Denn ich werde heute sowohl Anton als auch seinen zwei Geschwistern eine große Überraschung machen. Denn Anton hat auch noch zwei Geschwister, die werden wir heute auch noch kennenlernen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ihr seht hier schon mal Takis Blue Heat für 4 Euro statt 6 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Ich würde sagen, wir gehen rein, damit vor allem Anton sich dann sehr freuen wird, denn wir werden auch uns angucken, wie Anton einfach mal zu Hause wohnt, wie sein Kinderzimmer aussieht. Es wird richtig geil. Aber als allererstes gucken wir uns jetzt hier einmal ganz kurz um und schauen, welche Süßigkeiten ich jetzt einfach mal für Anton mitnehme. Ihr wisst es, er feiert Takis geisteskrank. Oh, und ich sehe, hier gibt es auch so ultra krass besondere Takis. Okay, Freunde, guckt euch das hier mal an. Wir haben hier so Takis Nitro. Ich wollte auch demnächst tatsächlich mit Anton zusammen ein Video machen, wo ich wirklich alle Takisorten teste. Ich würde sagen, am allerliebsten mag Anton die Takis Blue Heat. Die kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ich glaube, wir nehmen dann seinem großen Bruder auch nochmal eine Packung Takis mit, weil Antons großer Bruder, das ist der Henry, der ist 13. Und dann hat Anton noch einen kleinen Bruder, das ist der Theo. Aber Theo ist erst 5. Ah, die habe ich gesucht. Diese Schokobons, die sind geisteskrank krass. Wenn ihr die mal irgendwo seht, dann schlagt auf jeden Fall zu. Bin ich mal gespannt, nehme ich jetzt eine Packung von mit. Ich nehme ja auch nochmal selber eine Packung mit. Die sind nämlich wirklich richtig cool. Wir haben ja auch noch diese M&M's Peanut Butter. Da sage ich euch, die sind auch richtig geil. Da haben wir einmal die hier. Ich glaube, Anton mag Peanut Butter nicht mehr. Warte mal, da kann ich euch nochmal ganz kurz einen Clip einblenden, wo Anton irgendwas mit Erdnussbutter gegessen hat. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber er mochte es auf jeden Fall nicht. Magst du Erdnussbutter? Erdnussbutter ist halt Erdnuss. Ja, ich finde die gar nicht so schlecht, aber ich mag auch Erdnussbutter, ist das Ding. Deswegen nehmen wir, glaube ich, eine kleine Packung nochmal mit. Also seine Mama hat zwar gesagt, ich soll nicht zu viel mitnehmen, aber wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich doch coole Sachen mit. Okay, Freunde, hier haben wir tatsächlich jetzt Prime. Wir haben einmal die Energy Drinks, die nehmen wir natürlich nicht mit. Die würde ich auch ganz gerne mal testen, aber ich glaube, ich nehme Ice Pop. Einmal, wir nehmen nochmal dieses blaue Prime hier mit. Okay, und ich weiß auch natürlich, dass die Jungs morgens immer frühstücken müssen. Jetzt sind zwar gerade Ferien, aber Lucky Charms habe ich selber tatsächlich noch nie gegessen. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt einmal hier alle Sachen. Wir haben Lucky Charms, wir haben Prime, wir haben diese Schokobons, Takis, M&Ms. Wir bezahlen das Ganze einfach mal und dann geht es auch schon zum nächsten Spot, weil wir müssen auch noch bei Smith Toys einkaufen. Da hole ich auch noch 3 Überraschungen für die Jungs. Auf geht's. Schaut mal, Freunde, das hier ist die komplette Tüte an Süßigkeiten. Die ist ultra riesig, aber wir sind jetzt auch direkt am nächsten Spot angekommen und zwar bei Smith Toys. Wir brauchen 3 Sachen, 3 unterschiedliche Sachen. Einmal was für Anton und dann auch noch für seine 2 Brüder. Also, ich würde sagen, wir gehen rein. Okay, Freunde, also ich habe tatsächlich erfahren, dass Theo, dass er ganz gerne Autos mag. Anton weiß ja sowieso eigentlich schon ganz gut, was er mag und seinen großen Bruder. Da müssen wir jetzt einmal kurz schauen, was wir dem schenken. Das Ding ist halt, ich könnte halt Anton auch komplett hops nehmen und dem einfach irgendwie so eine Barbie oder so schenken oder so ein Baby. Ich glaube, dann würde Anton total ausrasten, wenn ich das machen soll, Freunde. Dann lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich will mal ganz kurz prüfen, das macht ja sonst Anton immer. Habt ihr abonniert? Ja, wenn ich euch auch mal zu Hause besuchen soll, müsst ihr jetzt abonnieren. Letzte Chance. Okay. Ich hoffe, ich habe da jetzt gesehen, dass ihr auch wirklich alle abonniert habt. Okay, ich habe, glaube ich, was schon sehr Cooles gefunden. Und zwar hier was von Hot Wheels. Das ist einfach mal mit so 2 Loopings. Das ist so ein Duell gegeneinander. Ich glaube, das hier nehmen wir schon mal. Das ist ultra krass. Dann haben wir schon mal was ganz Cooles, was man theoretisch auch zu dritt spielen kann. Aber wir brauchen noch 2 Sachen. Okay, ich habe jetzt eine Idee, was wir machen. Und zwar seht ihr hier, hier gibt es echt einige Pokémon-Sachen. Ich habe jetzt hier schon was gefunden und zwar einfach mal so einen kleinen süßen Mini-Glumander. Die 2 Sachen, also das hier und das, gehen an Anton und Theo. Und für Henry, dem werde ich tatsächlich einfach eine iTunes-Karte mitnehmen. Also gehen wir einmal kurz zur Kasse. Ich glaube, vorne sind die iTunes- und Google Play-Karten. Und dann müsste ich eigentlich genug haben. Ich hoffe, die Jungs freuen sich dann. iTunes- und Google Play-Karte gibt es hier leider nicht. Das heißt, wir holen jetzt erstmal nur die 2 Sachen. Schmiedtoys, Schmiedtoys. Und übrigens, wenn ihr Smith Toys genauso feiert wie ich, dann schreibt jetzt alle mal in die Kommentare: Eierkopf, kauf mehr bei Smith Toys ein. Okay, zack. Und ihr müsst wissen, Anton weiß von gar nichts. Und auch seine Brüder. Ich bin mal sehr gespannt, wie die reagieren werden. So, die letzte Sache, die noch gefehlt hat. Eine 100-Euro iTunes-Karte. Einmal für den guten Henry, für Antons großen Bruder. Und jetzt geht's weiter zu den Jungs. Wir sind fast da. Okay, Freunde, ich habe
geklingelt. Was machst du denn hier, Kevin? Hallöchen, Anton. Na? Hallo. Wusstest du, dass ich noch vorbeikomme? Nein. Du, ich habe tatsächlich mir einfach mal gedacht, heute besuche ich dich mal zu Hause. Und ich will mir heute mal dein Zimmer angucken. Darf ich reinkommen? Ja. So, aber du bist, glaube ich, nicht alleine, ne? Theo und Henry sind auch da. Oh, hallo Theo. Moin, komm mal her, einmal einschlagen. So, Freunde, jetzt seht ihr einmal alle. Das ist einmal Henry, du bist 13, richtig? 14. 14? Ja. Okay, Theo, du bist 5, ja. Richtig? Und Anton kennt ihr ja schon. Moin! Moin! Okay, ich würde aber sagen, als allererstes gehen wir zu dir rein, Anton, oder? Ja. So, ich bin mal sehr gespannt. Oh, Anton düst hier schon vor, Theo hinterher. Also, ich denke mal, das ist dein Zimmer, oder? Ja, da steht so. Da steht auch, bitte klopfen. Anton, jetzt sehen wir hier dein Zimmer. Willst du hier irgendwas zu deinem Zimmer sagen? Also, du hast das musst du mir jetzt aber einmal erklären. Und das musst du auch den Zuschauern einmal erklären. Du hast hier... Ein Gecko? Ein Gecko? Wo ist der? Hier oben, warte. Können wir den auf die Hand nehmen? Nein, also der büxt uns aus. Wie heißt denn dein Gecko? Gecko. Der heißt einfach nur Gecko. Hallo. Alles, was wir sagen, hört der 20-fach so laut gefühlt. Echt jetzt? Dann dürfen wir nicht rumbrüllen, oder? Was, wenn du jetzt hier einen legendären Brawler bekommen würdest? Das wäre nicht so gut für den Gecko, oder? Nee, aber trotzdem. So, oha, was kommt jetzt? Jetzt kommen die Pokémon-Karten. Was ist das Krasseste, was du hast? Zeig mal her. Das da kostet 20 Euro. Was, das? Hä, das ist einfach nur so ein Energieding. Ja, das Gold. Ach so. Das Pikachu-Säckraum, das kostet, glaube ich, 70 Euro. Was? Und das kostet 23. Lol. Oha, du hast so einen Boxsack. Box mal gegen, jetzt schnell. Einmal in Megabox. Achtung, und jetzt. Hast du nicht eigentlich gesagt, dein Gecko mag's nicht, wenn's laut ist? Da oben ist tatsächlich der Lambo. Den musst du auch einmal zeigen. Den hast du ja von mir bekommen. Oha. Aua, Feuer bei meinem Fuß. Oha. Ey, aber der ist geil. Oh, da vorne ist deine riesige Zahnbürste. Und deine Nerf ist ja auch. Da ist die andere. Und hier liegt meine andere. Okay, aber welche ist am krassesten? Was sagst du? Also vor Aussehen, die. Okay, jetzt als nächstes, welches ist dein Lieblingskuscheltier? Hoplo. Hoplo, wo ist Hoplo? Ich will Hoplo sehen. Oder entweder der. Warte, wer? Der da? Der. Ja. Der. Ja. Und der. Ich hab mal kurz eine Frage. Wie, und warte. Ja? Wie sehr magst du den hier? Boom, der ist aber cool. Oha, da unten sind ja auch noch ganz viele. Ah, das ist die Schmiedtoys-Tüte. Ja. Magst du Schmiedtoys? Ja. Hier liegt der. Wer? Der ist der krasseste. Ja. Wie heißt der? Hoppla, ne? Ja. Oha. Guck mal, ja. Dann haben wir hier noch... Das ist die Box von Tosheidkrug. Ja, und da hast du was von mir? Ja, da haben wir drauf Pizza gegessen. Das stimmt. Das ist einfach der Pizzakarton. Guck, riecht sogar noch Pizza. Echt jetzt? Oh, und deine ganzen Prime-Sachen. Oh, und Taki ist auch dabei. Oh, warte, niemandem erzählen. Okay. Hier liegt alles. Alter, wir dürfen das deine Brüder nicht sehen. Nein. Und das dürft ihr auf keinen Fall verraten. Und da sind die sauersten Apfelbonbons der Welt. Und die ziehst du dir dann einfach so rein. Die sind schon fast leer. Was? Anton, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Wenn du die richtig beantwortest, dann passiert was Cooles. Kriege ich dann was von dir? Vielleicht. Ein Hamburger. Willst du was zu essen haben? Nö. Ich habe eine Frage. Und die Frage kannst du mit Sicherheit beantworten. Wann kommt neuer Merch raus? Eierkopf-Merch. 1.11. um 14 Uhr. Auf welcher Seite? Clashline.shop. Alter, die Antwort ist richtig. Demnächst werden wir den zusammen auch in den Videos tragen. Der wird ultra krass und der ist limitiert auf 500 Stück. Was? Die müssen alle ganz schnell kaufen. Ja. Und jetzt, weil du die Antwort richtig gesagt hast, musst du einmal kurz hier bleiben, denn ich hole dir eine Überraschung, okay? Ja. Aber schön hier in der Ecke bleiben und Augen zu. Okay, Freunde, Anton ist jetzt hier gerade noch in seinem Zimmer drin. Ich werde nämlich jetzt gleich allen drei eine richtig krasse Überraschung machen. Ihr dürft das schon mal wissen, ich hole euch gleich eine Überraschung. Einmal für dich, Theo, und für dich auch. Aber da muss ich noch mal einmal ganz kurz zum Auto gehen, okay? Ich bin gleich wieder da. Inzwischen. Kevin! Oh, das ist jetzt Kevin, der Eierkopf. Und das ist das Ei. Ah! Oh, oh! Oh, mein Gott! Oh! Die Smith-Toys-Tüte fällt hier fast raus. Also ihr habt gesehen, Anton hat dieses Glumanda hier einfach schon. Deswegen hoffe ich, dass Theo dieses Glumanda noch nicht hat. Okay, jetzt habe ich so eine riesige Tüte mit den ganzen Sachen drin. Okay, ihr müsst jetzt einmal alle in Antons Zimmer gehen und Augen zumachen. Okay, bitte klopfen. Hier ist, boah, die Tüte.
Habt ihr Augen zu? Ich fange erstmal mit dir an, Henry. Ich glaube, bei dir ist es am einfachsten. Das bekommst du einmal. Vielen Dank, Kevin. Bitteschön. So, für euch beide war es ein bisschen komplizierter. Aber ich würde sagen, ich gebe jetzt erstmal Theo dir die erste Sache. Das ist einmal für dich. Weißt du, was das ist? Ja. Das ist Lumanda. Hat dein Bruder tatsächlich schon? Aber bleib mal sitzen, das war's noch nicht. So, Anton, du lässt noch Augen einmal zu. Okay, jetzt dürft ihr mal beide eure Augen aufmachen. Ich? Ja, das ist für euch beide zusammen. Tschüss. Genau, das habe ich mir jetzt einfach mal gedacht. Könnt ihr beide so gegeneinander einfach mal fahren? So ein krasses Rennen. Aber jetzt müsst ihr alle drei noch mal die Augen zumachen. Ey, Augen zu, Kollege. So, weil da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Das müsst ihr euch einmal aufteilen. Ihr dürft noch nicht gucken. Jetzt dürft ihr gucken. Alter! Stopp, 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 stopp. Das wird hier gerecht aufgeteilt. Anton? Anton, du hast schon so viele Taktik. Ich wollte gerade sagen, hallo, stopp. Einmal alles hinlegen, Jungs. Das muss hier gerecht aufgeteilt werden. Also, Theo, du bist noch ein bisschen zu jung. Das müssen sonst deine Eltern entscheiden. Prime habe ich jetzt für euch beide einmal. Müsst ihr einmal aufteilen, wer welche haben möchte. Anton kann die haben, dafür aber nehme ich das hier. Das ist einmal für euch alle zusammen, habe ich mir jetzt gedacht. Habe ich tatsächlich noch nie probiert. Soll aber auch ganz geil schmecken. Die sollen richtig krass sein. Hätte ich sogar gesagt, dass wir die jetzt einmal testen. Ja, teste mal. Die sollen so mit Kinderjoy gefüllt sein. Lecker. Was sagst du? Die sind krass. Okay, warte, ich will auch mal einmal. Welche sind offen? Ja. Die hier. Teste auch mal ein. Hältst du mal einmal? Die sind sehr krass. Alter. Okay, mach gerne mal auf. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze aufgebaut ist. Ja. Okay, die Achterbahn, die Hot Wheel-Bahn ist aufgebaut. Hier ist der Start, dann geht's hier lang durch das Looping. Und hier ist das Ziel. Seid ihr bereit? Ja. Drei, nee. Nochmal. 3, 2, 1. Theo! Okay, seid ihr bereit? Also mal go, okay? Ich hab das nicht verstanden. Theo hat gewonnen, Anton, du hast verloren. Danke. Okay, Freunde, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Theo, deine letzten Worte. Tschüss. Tschüss. Ciao.